Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Guck mal, das ist ein Schokobo, auf den reicht mal, ne? Ja, wir sind hier immer noch in der Costa del Sol Region. Ich habe gerade gemerkt, es tut immer noch hier. Sie hat ja normalerweise ein Kleid an, deswegen setzt sie sich irgendwie so mit den beiden Beinen so überschlag, ne? Weil das komisch aussieht mit so einem langen Kleid, ne? Aber sie hat ja ihre Schwimmklamotten an und tut trotzdem noch so sitzen. Und ja, keine Ahnung. Ja, wir sind immer noch hier in Costa del Sol. Wir sind ja eigentlich schon fast fertig, ne? Ich meine, wir haben eine Menge Sachen, die wir noch nicht komplett lösen können, ne? Hier mit den mit dem Trainingslager hier, ne? Mit dem, wir haben noch irgendwie so ein Kartenspiel, was wir noch nicht machen können, was wir noch machen können. Aber ich habe mir gedacht, lass mal, ne? VR-Mission haben wir nichts, Monster haben wir alles schon erledigt. Wir haben eigentlich schon alles erledigt, was man erledigen kann. Die einzige Sache, die noch fehlt, ist jetzt, dass wir hier für Johnny die eine Mission machen, ne? Und ja, weiß nicht, da ging es irgendwie so darum, irgendwie, der wollte ein, was ist das hier eigentlich? War ich hier schon? Ja, ne? Ja, ja, war dieses Lager, genau. Ja, hier war ich schon mal. Und ja, keine Ahnung. Wir müssen ja Johnny irgendwie, weiß nicht, der wollte irgendwie eine Krone von dem Tomberry-König ausstellen lassen. Also habe ich das Gefühl, hier müssen wir gleich gegen Tomberry kämpfen oder vielleicht irgendwie so was, ne? Weil, keine Ahnung, Tomberry-König ist irgendwie, weiß nicht. Tomberry sind halt auch so Gegner in Final Fantasy, die immer wieder mal auftauchen, ne? So wie Kaktoren oder Mogris oder irgendwie so was, ne? Sind auch sehr bekannte Final Fantasy-Monster. Aber Tomberry Könige sind relativ, ich meine, Tomberry ist an sich sind schon eigentlich so Late Game Gegner eigentlich und Tomberry Königs erst recht, ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, wir jetzt hier gegen Tomberry König einfach mal so casual irgendwie kämpfen, ne? Vielleicht gegen ein Tomberry, ne? Aber mal schauen, ne? Guck mal. Bruder, was machst du denn hier? Johnny hat mich geschickt. Das möchte ich dich fragen. Weißt du, ich wollte quasi zur Krönung der Renovierung. Hatte ich eigentlich schon die blaue Weste an? Letztes Mal die blaue Jacke. Aber ich glaube nicht, ne? Die Wüste. Der Tomberry König soll hier angeblich sein Revier haben. Aber da komme ich niemals zu Fuß durch. Du bist nicht zufällig gerade auf dem Weg in die Wüste, oder, Bruder? Falls ja, könntest du dann vielleicht so eine Krone für mich stibitzen? Möglichst ohne Kratzer und so, natürlich. Okay, wir kümmern uns drum. Erstmal müssen wir einen Weg finden, die Wüste überhaupt zu betreten. Sieht schwierig aus im Moment, oder? Oh, Mensch, Bruder, du bist echt unschlagbar. Kann man gar nicht, ne? Reiß doch die Krone mal schnell unter den Nagel. Ich warte hier so lang, wie es sein muss. Also beeilt euch, sonst vertrockne ich nämlich. Na, da können wir aber nicht hin, ne? Beschaffung der Krone. Ich glaube nicht, dass ich da schon rüber kann. Ne? Wir haben es ja mal versucht. Kann ich jetzt darüber? Bezweifle es. Ja. Nein. Okay, die Mission können wir halt schlicht und ergreifend gar nicht machen. Hey. Weil noch nicht zur Wüste kommen. Ne? Na, ist klar, dann geht es weiter in der Story, nehme ich an. Ne? Ich mache jetzt nicht hier das noch mit den Übungen. Ich habe mich damit auch gar nicht wollte, ehrlich gesagt, mal erstmal so auf Screen hier gucken, wie das überhaupt geht, ne? Mit diesen, ich komme ja irgendwie so nicht klar mit diesem grünen Kreis, der da irgendwie eingeführt wurde. Und ja, hier ist nur ein so ein Kartenspiel, wo ich aber ja, komm, machen wir weiter, ne? Wir haben hier erstmal alles erledigt, ne? Müssen wir vertagen, ne? Gehen wir einfach weiter in der Story erstmal, ne? Und ja. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Also ich weiß ja, wie es weitergeht, ob aber ein Fragezeichen. Dann schauen wir uns doch noch mal an, bevor wir weitermachen. Ich rieche den Stoff. Ja, keine Ahnung, ich wollte mich erst so ein bisschen vorbereiten, wie man das macht mit diesen Übungen. Dann wollte ich euch mal irgendwann so reinschalten, so, ey, ich weiß jetzt, wie das geht. Jetzt können wir halt endlich machen, ne? Aber ich habe auf Screen hier nichts gemacht, deswegen wird das jetzt nichts bringen, hier weiterzumachen, weil ich werde dann immer wieder bei Punkt 0. Bevor ich jetzt 20 Minuten dran sitze und versuchen, das Spiel irgendwie jetzt zu kapieren, mache ich das doch lieber irgendwie offscreen oder so. Also jedenfalls, um zu gucken, wie das überhaupt geht, ne?
Wenn wir halb reindrücken und dann musst du voll durchdrücken, irgendwie funktioniert das nicht. Boom, aus dem Weg, Hase. Barmherzigkeit des Planeten. Wo wir schon dabei sind. Gibt es hier irgendwie was zum Herstellen, was Neues? Da ist meine Verzauberung. Habe ich doch schon, oder? Er hat den noch nicht ausgerüstet, ne? Ich verstehe nicht, warum er einmal hier ist und einmal hier ist. Er hat andere Rezepte, weil er ihn ausgerüstet hat, ich weiß nicht. Herstellen, ne, da ist kein Haken dran. So, jetzt ist da ein Haken dran. Ich sehe irgendwie nicht, wie sich die Werte erhöht. Keine Ahnung. So, da war es dann hier, ne? Okay. Gut, dann machen wir weiter, ne? Gucken. Wie hat Kaulgebirge in dem Spiel aussehen? Ich nehme mal, da wird so seine eigene Dungeon sein, so wie die Mithril-Minen, ne? So, bei deiner aktuellen Kleidung, mit deiner aktuellen Kleidung kommst du ja nicht weiter, ja? Um 10 Leute. Hier auf der Fläche, Leute. Mädels, ich pass auf, dass euch niemand hier beobachtet. So, wenn ich jetzt hier zurückgehe, nichts. Ich dachte, er kommt jetzt hier wieder irgendwie so. Oh. Da kann man nicht mehr nur so Badeklamotten hier durch die Story spielen. Boah. Na gut, was soll's. Okay. Na dann mal los. Juffi bleibt noch eine Weile im Team, weil sie noch neu ist, ne? Das hat mich im Original irgendwie gestört hat. Irgendwie Juffi, wenn die sich irgendwie der Party anschließt im Original, da ist sie aus irgendeinem Grund irgendwie 1-2 Level höher als die gesamte Truppe. Was ich irgendwie komisch finde und was irgendwie so also verleitet, sie gar nicht zu benutzen, weil sie halt dann, ja, sie da, tut irgendwie automatisch leveln, die Charaktere tun irgendwie so ein bisschen automatisch leveln im Original, was sich dem Level von Cloud irgendwie anpassen, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und ja, sie ist irgendwie am Ende immer irgendwie ein paar Level höher als jeder andere. Und irgendwie tut das einen so verleiten, sie gar nicht zu benutzen, ne? Weil oh, sie ist ja halt die ganze Zeit überlevelt, ne? Ist doch lahm. Müssen wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir ja. Das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Hm? Es sei denn, du meinst das Schrotting von Reaktor. Stimmt. Ach, ich soll... Stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Stimmt, ich soll eigentlich Barrett hier ins Team nehmen. Los, gehen wir. So, hat uns Barrett schon irgendwie sowas gesagt? Wusstest du, dass Materia kristallisiertes Makro sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia. Na dann, hol dann voraus! So, stimmt. Ich glaube, ich möchte... Juffy. Wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich auch so, keine Alleingänge. Da ist noch ein Türmchen. Brauche ich jetzt etwa für alles deine Erlaubnis? Ganz genau. Verstehe. Barrett, darf ich singen? Ja. Darf ich mir den Rücken klopfen? Darf ich mir im Ohr puffeln? Barrett, darf ich gehen? Hey, darf ich? Jetzt darfst du und ich? Darf ich? Hey, das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte. Hörst du? Na, alles klar. Wie hältst du es nur mit so einem Idioten aus? Naja, er hat mehr gute als schlechte Seiten. Du meinst 49% Idiot, aber 51% netter Kerl? Ein paar Prozent mehr netter Kerl. 54, 55? Mehr? Weniger? So ungefähr? Meine Truppe erinnern. Ich will ehrlich gesagt genau die beiden hier gerade mitnehmen. Also warum ist denn schon wieder so Popmusik? So, ich wollte, weil Barrett sich ja hier auskennt, ne? Juffi hat ja auch Heilzauber, ne? Also kann sie eigentlich, nein, du bleibst schön in die Truppe erstmal für eine Weile. Außerdem bist du unterlevelt. Weil Barrett kennt sich ja hier aus. Also nehmen wir ihn natürlich ein bisschen weiter hier mit, ne? Ich weiß nicht, ob er schon erwähnt hat, warum er sich hier auskennt, ne? Aber wenn wir so im Laufe der nächsten Parts herausfinden, nehme ich jetzt mal an, also ich bin ziemlich sicher, so wie im Original abläuft. Ich
Ja gut, hat man hier viel von Yuffie irgendwie so mitbekommt, so charaktermäßig, ne? Weil im Original war es halt irgendwie so ein bisschen anders. Da gab es halt nicht so Zwischenkonversationen oder da gab es auch irgendwie nicht so wie in der Tales of Serie. Da gibt es ja diese Skits, da ploppt irgendwann mal so auf dem Bildschirm auf, so oh, drücke Select, ne? Und dann hast du irgendwie so eine kleine Unterhaltung zwischen den Charakteren und so. Ja, gab es halt in Final Fantasy alles gar nicht, ne? So früher. Und keine Ahnung, du hast dann immer eine Dreiergruppe, die mit der du unterwegs warst, ne? Und hin und wieder gab es dann irgendwie so eine kleine Interaktion, je nachdem mit welchem Charakter du durch die Gegend gerannt bist, ne? Wenn du gerade mit dem Charakter irgendwie durch die Gegend gerannt bist und du hast gerade irgendwie, keine Ahnung, diesen NPC getroffen oder kämpfst gerade gegen diesen Bösewicht oder so, dann schmeißt einer der Charaktere nur so einen kleinen Satz so rein, so ey, das finde ich aber nicht so gut, ne, ey, du schon wieder oder so, keine Ahnung, ne, kommt halt drauf an, ne, und weiß ich, dementsprechend hatte man nicht viel so außerhalb von der Story von den Charakteren, so was man hier so an Persönlichkeit herausfindet, ne. Und bei Yuffie war halt noch ein bisschen noch weniger, weil sie kam ja gar nicht so wirklich in der Story vor. Sie war ja so ein optionaler Charakter. Von daher gab es irgendwie nicht irgendwie so eine kleine Story, bis auf sehr viel später, wenn man nach Wutai geht. So um zu sehen, so wie ist eigentlich so ihr Charakter und so. Ne? Ich meine, ein bisschen was hat man von ihrem Charakter natürlich gesehen, als man sie zum ersten Mal trifft, aber sie war halt nie in der Story so richtig einbezogen so und deswegen konnte man dementsprechend halt nicht viel mit ihr anfangen, so charaktermäßig. Ne, das ist ein Affe. Und dementsprechend halt, ja, hatte man halt sehr wenig von ihr, auch wenn sie sich in der Party angeschlossen hat. Ne, ich gucke mich hier wieder sehr entspannt um, ne, hab da nichts dagegen. Deswegen ist es gut, dass sie ja schon sehr viel Persönlichkeit und Charakter hat und so wie jeder andere Charakter, ne. Ich habe irgendwie mal so einen Artikel irgendwie so gelesen. Ich habe den nicht gelesen. Ich bin so darüber gestolpert, weil ich nochmal hier diese, weil nicht, so mal die, wie im Original nachgeguckt habe, wie man Yuffie nochmal rekrutiert, welche Antworten man geben muss und also was. Ne? Und da bin ich irgendwie darüber gestolpert. So, Yuffie in Rebirth ist nicht mehr so nervig wie im Original und so. Weil nicht, fand ich jetzt gar nicht. Ich fand jetzt nicht, dass die nervig war im Original. Wie gesagt, sie hat halt nicht viel Persönlichkeit gehabt im Original, ne? Also da gab es jetzt halt nicht viel auszusetzen, ne? Die paar Sachen, die sie mal hin und wieder gesagt hat, ne? Diese eine Animation finde ich immer lustig, wenn sie immer hier, sie tut ja immer so in die Luft schlagen, so, also nicht so Luft schlagen, sie tut immer so. Da macht sie in diesem Spiel ja auch hin und wieder, wenn sie immer so tsch, tsch, tsch. Sie macht ja immer so tsch, 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 ne? Dann schlägt sie immer so in dem hier eins meiner Intros zum Beispiel, als wir in Junon waren, da hat man ja auch gesehen. Da kam sie auch am Ende des Intros vor und da hat sie auch immer so tsch, tsch, tsch gemacht. Da hat sie im Original auch immer gemacht. Was ist los, Aris? Ist ja schlecht, was ist hier los? Sie hat immer so Schattenboxen gemacht, irgendwie im Original. Da gab es halt keinen Ton, aber da jedes Mal, wenn sie so Schattenboxen gemacht hat, hat auch immer so ein Geräusch gemacht, so finde ich gut, dass die halt hier so oft macht in dem Spiel. Das war so halt hier so, ja, komm doch her, ne? Ich habe doch keine Angst vor der Art Animation halt, ne? Hier so, ja, komm doch her, was willst du denn von mir? Finde ich gut, dass die halt hier, die hat hier so oft reingebracht haben hier mit ihr, ne? Das ist so ein nettes kleines Detail hier im Spiel. Barrett hatte irgendwie auch immer so eine Animation, irgendwie wenn er sich im Original aufgeregt hat, hat er irgendwie so wie so ein Gorilla sich auf die Brust immer gebracht. So, ich drehe gerade durch. So. Davon habe ich irgendwie noch nichts mitbekommen, glaube ich. Oder ich habe nicht aufgepasst, keine Ahnung. Ja, Barrett hat sich auch viel aufgeregt irgendwie so im Original, ne? War auch ein manchmal etwas wütender Charakter, ne? Da hat er auch irgendwie so eine Animation gehabt, wo der sich irgendwie so wie so ein Gorilla so auf die Brust haut. So für eine Sekunde. Ja, hab ich gemerkt. Meine Beine sind schon ganz schwer.
von allen Leuten, dass Ares hier kaputt ist. Dann schnappt sich die Materie. Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wusch! Das schätzt er wohl gerne. Kommt gar nicht in die Tüte. Ich gehe den beiden lieber nach. Warte mal, uns aufteilen. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Stimmt, wir sind 6 Charaktere, ne? Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir. Stimmt, wir sind ja 6 Charaktere. Da passt ja eigentlich perfekt, dass wir uns aufteilen, ne? Na, Ares. Was ist los? Ich hoffe, wir sehen dann auch, was die anderen irgendwie machen, ne? So, aber jetzt haben wir ja auf der Bank hier ein bisschen chillen. Also von allen Leuten hätte ich jetzt nicht gedacht. Lila eine Truhe. Waffe. Schurken für Yuffie. Zauberstab. Okay, für Ares. Zauberstab für Ares. Hat nicht Ares schon 3 Waffen? Stab der Ewigkeit. In der Steinzeit. So, du kriegst einen weiteren Materia-Slot. Das finde ich schon mal sehr gut. Die Werte von dem Ding sind schlechter als alle anderen. Richte ein Schutzschild gegen ballistische Angriff der Gegner fernhält. Okay, der Stab sieht cool aus. Boah, sieht ja voll aus wie so ein Dreizack-Zepter, so ein bisschen. So, ich finde schon mal gut, dass da ein Materia-Slot ist. Frage ist, was packen wir da rein? Ne? Allein deswegen würde ich den schon auf Dauer irgendwie ausrüsten. Was geben wir dir denn? Naja, gute Frage, ne? Brauchen wir denn ja eigentlich noch gar nichts. MP-Einsparung. Ja. Mit Luft. So, jetzt kannst du Aero einsetzen. So, du kriegst mal definitiv TP, weil du doch viel wenig hast. Windelementare Angriffe vielleicht. Was eigentlich magischer Diener? Irgendwie, ich weiß, das ist irgendwie eine Fähigkeit von ihr, aber ich weiß gar nicht, wie man die einsetzt. Magischer Diener. Ach so, das ist hier irgendwie. Ne, ich weiß es nicht. Da ist irgendwann mit ihren Dreieck angegriffen. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, der Stab sieht richtig gut aus. So, ich muss die gleich mal ein bisschen steuern, ne? Hey, Yuffie, da hast du eiskalte Materie verpasst. Geschwächte Abwehr. Naja, die Ironie, ne? Warte mal. Ich dachte, da ist die Truhe. Ich dachte, da war jetzt irgendwie so ein kleiner Sitz. So, warte mal, ja. Irgendwas Neues. So, Megatrank, habe ich Geld, ja. Die Weste hat übrigens 5000 Geld gekostet, ne? Und ich habe die für 5 Minuten jetzt angehabt. Ja, was soll's, ne? So, da ist irgendwas Neues. Barriere. Barriere haben wir doch. Irgendjemand hat Barriere ausgerüstet, das weiß ich. Ring, Talisman, nichts Neues. Was unspektakulär die Shops bisher. So, kannst du irgendwas für 15 Dinger holen? Ich wollte auf irgendwas hinsparen, glaube ich, ne? MP Maximum um 3. Die physische Abwehr in Offensivhaltung, Schaden beim Blocken. Irgendwas wollte ich hier, glaube ich. Schaden Gegner im Schockzustand. Was wollte ich denn haben? Vision CT, sag ich doch schon. Oh, das hätte ich gerne. Und der kürzeste Weg bis dahin ist hier 15, 30, ne? Anstatt 10, 15, ja. Deswegen wollte ich hier hin. Dann kriege ich mehr Schaden bei Gegnern im Schock, ja. Warte mal, 15 habe ich doch. Aber muss ich erst das andere auch noch hier? Stufe zu niedrig, was? Oh, erforderliche Waffenstufe 5, okay. Dann muss ich noch mein Schwert hochleveln. So. Müssen wir ein Nickerchen machen. So, wie geht's, Ares? Ja, Ares ist doch hier so die Aktive hier, ne?
Wieso auch immer hier auf den Dächern und so geklettert in den Slums, ne? Warum ist die von allen Leuten ja kaputt, ey? Stehe jetzt nicht. Noch nie Berg gestiegen, nehme ich an. Hat doch hier so Stiefel an oder so, glaube ich, ne? Okay, ein Kleid vielleicht. Aber Hallöchen. So, Leute, habt ihr ja nicht die Gegner aus dem Weg geräumt? Was ist denn hier los? Wir haben vor dem vorbeigelaufen. So, mein Gott, weiß nicht, mit der Musik. Also ja, er ist Berg Eagle Flo. So, was ist deine neue Fähigkeit? Lichtschild. Ich habe vergessen, was ich noch mal machen muss. Ja, perfekt platziert hier. Jetzt spammen wir erstmal ihren. Boah, was machst du? Macht ihr da? Geschicklichkeitsbonus halten. Okay. Ich weiß nicht wieso. Muss ich was damit abwehren, damit das. Ja, schieß mal auf mich. Ich warne dich. Ja, ist er da reingelaufen? Ich glaube, er ist da reingelaufen. Okay. So, guck mal hier. Ich kann es kaum erwarten, bis wir irgendwie die Gold Saucer zum ersten Mal sehen. Das ist schon weit näher. Will ich mal sehen, wie die aussieht. Bin ich mal gespannt. Ich bin erst recht gespannt, wie die von innen aussieht, ne? Das ist auch so ein kleines Highlight eigentlich schon in Final Fantasy 7, ne? Gold Saucer, ne? Ich glaube, die Musik hat man schon gehört im ersten Teil oder so, ne? Oder in dem Spiel ein Kronpilz. So, seid ihr für so eine Dubstep-Musik? Ich habe jetzt was anderes verstanden, Red. Asche zu Asche. Oh, komm, schieß auf mich, schieß auf mich. Ja, so schießt mit deinem Sporn irgendwie auf uns. So. Hol ich hin. Ist eigentlich egal, ne? Wird beides zum gleichen Ding. Okay, aber mal. Na, geht nicht höher. Hallo? Jetzt geht. Ich drück nach oben. Wo ist die Kamera oder dahinter? Mein Gott. Tu schon ein drücken. Dann müssen wir natürlich die anderen Mega auch noch abchecken, ne? Weiß, was sich dahinter befindet, ne? Nichts. Gähnende, seufzende Leere. Aber wenn wir von hier oben die Gold Saucer nicht sehen, aber ja auch nicht. Also eine Menge neue Lieder reingepackt in dem Spiel, ne? Ja, Dubstep gab es damals nicht im Original, also offensichtlich. Aber könnte vielleicht sein, hatte ein Remake von irgendeinem Song ist, den ich gar nicht wiedererkenne. So, jetzt eine Seilbahn normalerweise, alles klar. Das ist neu. Trial Blazer. So, noch ein Kronplinz, ne? Dubstep konnte ich irgendwie noch nie so. Ist überhaupt nicht meine Musikrichtung, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war irgendwie mal einen Moment lang irgendwie. Ich habe so gefühlt, war so einen Moment lang da. Und dann hast du nie mehr wieder was davon gehört eigentlich. War irgendwie so ein Moment war irgendwie da. Und dann nie wieder irgendwas, ne? So, gehe ich hier richtig? Wo muss ich überhaupt hin? Ja, aus irgendeinem Grund kann man schon dahin. Ja, ne, jetzt nicht mehr. Aber wir konnten uns letztens dahin teleportieren, ne? Wenn ich mich nicht irre, ne? Hätte ich vielleicht mal versuchen sollen. So, bin ich ja richtig?
Schnellreise ist halt nicht möglich. Weil hier sieht aus, als wäre da eine. Ne, hier ist das, ne? Ne. Ich nehme an, wir müssen höher, ne? Wir müssen halt über dem Berg, ne? Wir müssen über dem Berg und dann wieder. Wir klettern den Berg hoch, um ihn dann wieder runter zu klettern, ne? Wir leben das Leben nur, um irgendwann zu sterben, Leute. Denk mal drüber nach. Natürlich muss ich mich hier umschauen. Also passe ich hier noch eine Truhe mit einer Waffe und einer Materia, ne, Jofi? Besser aufpassen nächstes Mal, ne? Mal genau vor deiner Nase. Deine Gier hat dich geblendet, Mädchen. Barrett. Da seid also den ganzen Weg hier rumgelaufen. Aber kein einziger von den Gegnern erledigt. Was soll das denn? Meine Güte, geht doch nicht hier. So. Die meisten Sachen nicht hier einsammeln, kann ich auch gar nicht einsammeln. Weil ich voll bin. So, hoppala. Goldene Thron sind uninteressant. Da ist meistens ja ein Rubin. Goldene Thron sind irgendwie voll Letdown. Letdown hier, ey. Die leeren Thronen. So, das sind das. Da ist das Zeug, was wir brauchen. Da ist der Stoff, den wir brauchen. Hier so ein Pack Edelsteine und so, ne? Man muss hier nicht extra in der Truhe reinpacken. Kannst du auch irgendwie so da platzieren. Komm mal her, Leute. Gelber Igelflo, was? Ne, Berg Igelflo. Nadelspucker. Ich bin mal so frei. Na, spuck du mal deine Nägel auf mich, ich warne dich. Lichtschild, boom. Klasse Pokémon-Move. Ja, ja, spuck mal deine Nägel auf mich. Ja. Der ist voll da reingelaufen und dann gestorben, der Idiot. Oh mein Gott, wir nehmen voll Schaden, sehe ich gerade. So, ich muss mal hier gucken, mein Moves haben wir ja schon. Ja, Konterfeuer haben wir noch nicht. Komm her, du Stück. Bleib. Quatsch. Gravitas, nein. Ja, deswegen haben wir so viel Schaden genommen. Ja, meine Gravitas ist ein prozentueller, ein Zauber, der prozentuellen Schaden macht. Keine Ahnung, reduziert irgendwie die AP um 25% oder irgendwie so weit oder auf 25%. Ne, das ist glaube ich zu stark. Ne, 25%. Das glaube ich immer. Deswegen haben wir wahrscheinlich so viel Schaden genommen. Ne, ich habe irgendwie Gravitas eingesetzt. Ja, ich habe gesehen, Cloud und Eris oder war es Red müssen noch Konterfeuer einsetzen. So, da war ich auch noch platt. Nadelkuss. So, irgendein Ferngangriff, komm. Komm, ich muss das Ding grinden. Ja, verliert. Boah, Seelenverwandtschaft. Ich muss eine Cloud hier noch. Ich muss einmal Konterfeuer einsetzen. Komm, komm her, Stück. Jetzt irgendein Zauber. Irgendwas, irgendein Fernangriff. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe bei Zaubern auch. Aber. Nein, mein Kopf. Kannst du über mich mal. Ah. Warum muss ich dafür kontern extra? Den Vogel habe ich voll übergezogen. Aua. Ah. Okay. Jetzt wo ich weiß, dass er irgendwie so angezeigt wird, so, ah, da ist ein Punkt, also muss er das nur einsetzen.
beziehungsweise die Freundschaft zu meinen Charakteren erhöhen. Wenn noch mehr Gegner. So, wenn einer von euch nicht mit dem Ding schießt, dann weiß ich auch nicht. Ich zähle auf dich. Ne, warte du. Konterfeuer auf Kreis. Ja, irgendjemand. Weil eine Wut, Gravitas. Komm auf mich. Jetzt auf mich ein. Nein. Oh mein Gott, er ist. Irgendjemand kommt auf mich ein. Oh, geht immer auf mich, Leute. Aber zu nachlässig. Ich bin der mit dem dicken Schwert. Geht auf mich los. Sehe ich nicht bedrohlich aus? Das, weil sie in so hellen Farben hier rumläuft, ne? Lenkt die Monster auf sich. Okay. Mal Eris, tu dich mal heilen. Dann nächster Gegner. Oh, irgendjemand greift mich an mit dem Fernangriff, bitte. Du. Aua, ah, jetzt hat er mich angegriffen. Nein, oh Gott, ich sehe gerade, die haben so drei Münder, ey. Komm her. Da fäll ich ab. Komm her, jawohl. Ja. Okay, gut, so ich den Angriff auch gefarmt, habe ich meine Freundschaft mit ihr erhöht. Ne? Aber nur meine Mädels hat er irgendwie blau, ne? Also hat höchste gerade Cloud, der Mann, den die Frau vertraut. Ich habe da gerade wieder so ein Symbol von Barrett gesehen. So war es jetzt auch nicht. Da wäre sogar ich untergesprungen und hätte mir nur zwei Knochen gebrochen. Ja. Warte mal hier. Secret Tunnel. Geheimer Tunnel und oh ja, eine Materia MP Boost. Ich habe schon so viele von denen. Wir haben jetzt so viele Materia Boost, MP Boost. Ich hab doch schon genug von denen. Kann ich da runter? Nee, ne? So, ein paar Edelsteine. Die kannst du doch mal raushauen und wieder. Ich hoffe, wir sehen auch gleich mal, was die anderen hier so machen, ne? Will ich nämlich auch sehen. Ne? Machen wir eine Pause hier von Cloud. So. Wir sind ja lang gelaufen die ganze Zeit, ey. Ja, keine Bär und Juffi ausgezeichnet. Vielleicht kommt er noch tiefer. Ne, pass auf, wer sollen denn die Leute sein? Kenne ich nicht. Ah, ich habe gedacht, hier ist irgendwas. Komm, ah. Man könnte meinen, hier so mein Entdecker waren, können sich hier so auszahlen. Ne? Kann ich da hochklettern? Oh nein. Ich denke nur immer so in Dimensionen von ganz alten Retro Final Fantasies, wo du einfach irgendwie, ja, ist ja so wie Pokémon gespielt, ne? Ist ja auch so aus der Vogelperspektive, sag ich mal, ne? So 2D-Spiel halt, ne? So wie Pokémon war halt die Grafik damals, ne? So Final Fantasy 1 bis 6. Da hast du auch manchmal irgendwie die Wand geknutscht, ne? Und auf einmal, bevor du dich versehen hast, konntest du durch die Wand laufen, ne? Hast da irgendwie so einen Geheimgang gesehen. Meine Güte. So, da ist ein Kunai. Schätze auf, tiefer ist diejenige, die am Zeichen ist.
Okay. Ich glaube, die sollen uns irgendwie so sagen, so hey, wenn ihr hier hoch geht, dann kommen keine Monster oder so, ne? Weil hier sind noch Monster übrig, ne? Aber das Ding sagt, wir sollen da hochklettern, ne? So im Sinne von, ey, wenn ihr da hochklettert, dann kommen keine Monster. Aber wir machen unser eigenes Ding ja, ne? Brauchen nur die Erfahrungspunkte. So, wir gehen mal hier hoch, ne? Der Rest von diesem Berg aussieht, ne? Ich weiß ja. Ich weiß nicht, ist am Freizeitpark irgendwie, der hier mal war oder so? Keine Ahnung, man sieht irgendwie. Geht da gleich nochmal zurück. Gucken wir erstmal hier. Da sagt hier Barrett uns wortwörtlich so: Hör mal, wenn ihr hier hochklettert, ne, dann seid ihr in Sicherheit. Das sollte reichen. Bis hier und nicht weiter. Das hat geklappt. Okay. Ja, voll einfach und wieder deswegen sind die ganzen Gegner auch alle nur da, ne, weil die alle ignoriert haben einfach. Genau, okay, Spucker. Aua. Nein, ich muss noch analysieren. Aua. Da wurde ich geschockelt. Was war hier? Nein. Was? Einmal Gebet für gerade Heilung. Gern geschehen. Ich weiß, da war ich auf mich bezogen. Weil ich stelle mir jetzt irgendwie so, also, was? Das ist alles, was du geheilt hast. Mädel. Weiß aber irgendwie auf die Gegner bezogen, so ja mal, das alles, was du drauf hast, ne? Ich nehme an, da unten kommen wir dann Trail, ja. So Brad sagt uns, ihr merkt wortwörtlich hier so, hey, ja mal, wenn du hier hingehst, ne, dann hast du keine Monster und hast hier einen vollen chilligen Pfad, ne? Aber wir sind ja Rebellen, ne? Wir müssen ja, wir sind jung und rebellisch, ne? Barrett ist alt und langweilig, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt Barrett ist. Ich glaube, Barrett ist irgendwie so 35 oder so. Ich muss da wieder nachgucken. Wo ist mein Spiel? Wo ist das da? Ich muss die Beschreibung nochmal nachgucken. Wenn ich die noch habe, von meiner originalen Version von Final Fantasy 7. Wo müssen wir die Disc von Final Fantasy 8, wenn er hat? Da ist mir gerade runtergefallen. Da habe ich mir ihn hier notiert. Ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist ein Code hier für. Ich hab den Code für den Safe hier drauf geschrieben. Ausgezeichnet. Wegen so ein blödes Rätsel hat irgendwie im Original irgendwann kam. So, wie alt ist? So, für alle, die es wissen wollen. Cloud ist 21. Aeris ist 22. Tifa ist 20. Barrett ist 35. Red ist 45. Den Charakter haben wir noch nicht gesehen. Sephiroth ist ja auch aufgelistet, aber den sieht man nicht sein Alter. Yuffie ist 16. Und ja. Die anderen Charaktere, die haben wir noch nicht getroffen. Ne? Drei kommen noch. Ne? Ob die in dem Spiel kommen, weiß ich nicht. Aber die kommen noch. So. Ist auch schon vollen Zustand, ne? Die Beschreibung. Wenn ich das online verkaufen würde, würde ich dafür nichts mehr bekommen, glaube ich nicht. Von da sind wir gekommen. Ne? So. Aber ey, ich habe das Original.
PlayStation Platinum. Das gab aber nicht mehr die Originalversion. Ne? Kennt ihr noch Platinum? Ne? Also irgendwie so Spiele, die irgendwie war nicht so ganz erfolgreiche Spiele, die haben irgendwie so eine Platinum Dingens gehabt, ne? So eine Platinum Disc Case, sag ich mal. Gibt es glaube ich mittlerweile auch, ne? Für PS3 Spieler hatten halt noch, ne? Die haben da so rötliche Hüllen irgendwie sogar bekommen. Sag ich mal Heilwoge. Für Grazheilung. So, ja. Greift mal jemand den Typen an. So. Und ja, so Platinum-Spieler waren halt, sie haben so silberne und die beiden sieht ein Ball zu traurig aus. Was? Du hast einen Yuffie? Was? War schon da gerade? Du hast einen von Yuffie oder irgendwie so was? Irgendwann habe ich hier gerade gefunden. Schlüsselgegenstand? Was habe ich da gerade eingesammelt? Ich habe gerade irgendwie was, du hast was von Yuffie eingesammelt oder so. Nein. Ich gleich mal gucken. Eine Aufnahme. So, wir ignorieren das, wir gehen hier hoch. Ich habe mich auf das Spiel an irgendwie weit nicht. Ob die mich dann leicht so fragen, so, ah, seid ihr alle Markierungen gefolgt? Die werden so, nö. Wir haben verrandaliert. Muss er Erfahrungspunkt hier mit. Wow, wo bist du denn geflogen? Angriff, Dash. Gut getroffen. Der klaut, der verhaut. Wer steht voll auf verhaut? Klaut. Ah. Geh ich hier wieder zurück oder was? Darf ich hier wieder zurück? Nee, war ich doch gerade. Oder? Von dem bin ich gekommen, ne? Oder nee? Doch, hier bin ich hochgeklettert gerade. Respawnt doch nicht die Gegner direkt, der weiß doch gar nicht, wo ich schon war und wo nicht. Ah, na gut. Ich habe halt gedacht, irgendwie, ja, das ist eine Markierung, also gibt es wieder irgendwo einen anderen optionalen Weg noch, ne? Den wir nicht gehen sollen. Anscheinend gibt es noch den Weg, ne? Ja. So aus, ne? Heuer! Heuer! Aris, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Das ist Red. Ist sie das? Wirklich? Nein, ich schub sie nur von hinten. Hallo! Wir sind jetzt eins! Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Ah, guck mal hier. Guck mal, da hinten waren wir vor kurzem noch. Man kann sehen, das Wort Condor, glaube ich. Wir müssen an die Spitze des Berges gelangen irgendwann. Trail. Blazer. Ich habe Trail gelesen. Ich meine Trail natürlich. Wegen unser Darm gebrochen zu werden. We made a choice. Go fight against your fate. Das ist eine von Yuffie gezeichneten Wegweiser entdeckt. Ah, das ist das.
Also hat Yuffie die ganze Zeit gezeichnet. Ich dachte, Barrett hat den ersten gezeichnet und Yuffie hat sich dann irgendwie so angeschlossen und spielt jetzt mit irgendwie. Im Sinne von, hey, ich sehe, du spielst hier gerade, du tust hier gerade so Sachen zeichnen, will ich mitmachen, ne? Mithrilerz. Warte mal, du sagst mir, ich soll. Wo hast du denn jetzt gesagt, wo ich hin soll? Da oben hin. Nun an sich aus, auch schon die ganze Zeit. Wo bleiben die denn, Mann? Sieht übrigens überhaupt nicht so aus wie im Original, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Sieht ja viel schöner und atmosphärischer aus, aber vielleicht kommt das noch. Im Original sah Berg Coral so ein bisschen. Ich will jetzt nicht so. Ich will jetzt nicht sagen angsteinflößend, aber schon so ein bisschen erhabener und gefährlicher aus. Hier sieht das ja noch relativ idyllisch aus, ne? So, da ich dachte jetzt, da wäre diese ganz lange Brücke, über die man rüberläuft. So. Ja, unser Weg war aber auch sicher, ne? Los, ich reite auf dich. Reite mich! Reite mich! Welchen Kapitel sind wir eigentlich? Ist das jetzt ein neues Kapitel hier? Verlorene Heimat. Ne, war doch schon vorher. Sommersonne Costa del Sol. Okay. Jeder in seinem Tempo, da kann ich aber wieder ein neues Intro machen. Nur ein. Ah. Ja, ich gesagt, gedacht, wir kommen ja noch so ein bisschen an. Und wir sind jetzt auch nicht irgendwie intromäßiges hier so auftauchen. Oh. Sonic Key. Okay. Ich konnte mich schon. Wow, geh weg. Aua. Hat mich Gravitas hier noch getroffen? Er tut aber nicht nur 25% abziehen, er tut bestimmt 50 abziehen, ne? Sieht nämlich fast genau wie die Hälfte aus hier. Also voll der Buff, ne? Aber wenn er gegen Gegner einsetzt, dann funktioniert das nie. Wow, wo bist du denn hin, Mann? Deswegen mag ich so neuartige Rollenspiele irgendwie mehr. So rundenbasierte Rollen als Rollenspiele, ne? So wie Octopath Traveler und Bravely Default. Das Geniale an Octopath Traveler ist, du hast so viele Zustands- und Staatsveränderungen, die du auf die Gegner ballern kannst, ne? Und alle von denen funktionieren auch, ne? Es gibt keinen Gegner, der irgendwie immun gegen irgendwas ist oder so, ne? Du willst den Gegner vergiften, kannst du machen, ne? Du willst den Gegner die Abwehr reduzieren, kannst du machen, ne? Funktioniert einfach alles, ne? Da habe ich an früheren Rollenspielen voll genervt, ey. Vor allem mal Final Fantasy, ne? Da ist auch immer voll viele Sachen. Du kannst Gegner blenden, du kannst Gegner vergiften und so, ne? Und dann gehst du mal aus deinem Weg und versuchst irgendwie so einen Angriff zu machen und dann funktioniert nie, ne? Weil die Gegner irgendwie immun sind oder hat nicht geklappt oder irgendwie sowas, ne? Weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie der Zauber nicht funktioniert hat in dem Moment oder irgendwie sowas. Das fand ich voll kacke in meinen früheren Rollenspielen. Wenn du Octopath Traveler spielst, früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Leute. Oh, ich nehme an, Barrett ist ja vorbeigelaufen. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu. Oh. Ja, hast du gerade schon gesagt. Zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Ach so, okay. Auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Ja, dann mein Barrett oder so. So ein fideles junges Fräulein ist übrigens lebhaft an mir vorbeigestürmt. Aber grüßen konnte die auch nicht. Sollte wohl ein Wettlauf werden mit dem großen Kerl und der Frau, die kurz darauf hinterherkam. Die wissen allesamt nicht, dass auf dem Berg nicht gerammt wird. So ein fideles junges Fräulein, aber grüßen konnte die auch nicht. Ich habe mir vorgestellt, Yuffie würde irgendwie grüßen. Ja. Oh. Ja, klar, so uralt Rollenspiel,
Da hast du immer Optionen, irgendwie Gegner Zustandsveränderung oder Staatsveränderung reinzupacken, ne? Aber dann ist es immer so, oh, hat nicht funktioniert, ne? Hat nicht funktioniert, ne? Ging nicht gerade. Die älteren Spiele, ich weiß gar nicht, warum die einen diese ganzen Klamotten überhaupt gegeben haben, wenn die irgendwie nicht funktioniert haben, ne? Dann spielt sie ja Octopath Traveler und so, oh, du willst den Gegner vergiften, kein Problem, ne? Nur die, der Nachteil ist halt, oder ich sag mal, die Kondition ist mehr oder weniger, dass halt immer nur so ein paar Züge hält, ne? Und der Angriff macht auch genau das, was er verspricht, ne? So, ein Gegner wird für, keine Ahnung, 2 Runden vergiftet, ne? Und dann packst du irgendwie mehr Punkte in den Angriff rein, ne? So Boost-Punkte oder so, und dann für jeden Boost-Punkt, den du hier, oh Gott, der ist gepanzert. Für jeden Boost-Punkt, den du da reingeballert hast, den du jeden Zug bekommst, dauert die Vergiftung länger, ne? So weit ist gut. So finde ich gut. Ich leg los. Aber nein. Finger weg. Nein. Alter, ich krieg den nicht. Okay, jetzt reicht's. Schmeckt den Zorn des Kosmos. Warum macht das so wenig Schaden? Scheibeln. Bagnard Ragnar. Da kommt mir kein Feuername. Boah, jetzt bin ich vorher in Gift reingedüst. Okay, nein, Finger weg von dem. Warte. Hup. Dann an der Welle. Da, jetzt hat er meinen Angriff bekommen. Nein. Finger weg von dem. Was zum. Ach, war ja gerade der Angriff. Hat den einfach weggejedet. Ich hätte einmal gern gebet, weil mir klaut gerade am Frecken ist. Ah, geh weg. Das andere da. Müssen wir mal die Leute hier hoch ein, wenn es geht, ne? Danke, betroffen gar nicht. Sehr gut. So, erstmal mit Heilwoge hier. Na, ist das hier dieser kleine Schmetterling hier, der in mir fliegt? Ist das mein Begleiter? So, wie wär's mit hier sehen, Verwandtschaft? So, wie wär's hier mit dem Limit? Brauchen wir nicht unbedingt Blütensturm. So, kann jemand anders auch was einsetzen? Synchro-Fertigkeit, Blütensturm. Wir haben alle Stein gesetzt, glaube ich. Egal. Weder macht keinen Schaden. Great Evil! Was wir von Ike aus Super Smash Bros. Great Eater, der seine Ultimate gemacht hat. So, die haben es ein bisschen drauf. Was denn von Yuffie gezeichneten Wegweiser entdeckt? Was ist das? Ist das der Kopf? So, was? Schau bei dem ersten Ding an auch. Ich dachte, die ganze Zeit werden von Barrett gezeichnet. Aber ja, jetzt wo ich wieder nachdenke, ist vielleicht ein bisschen out of character, ne? Barrett die Dinger zeichnen würde. Keine Ahnung, ich habe erst gedacht, irgendwie Barrett hat den ersten gezeichnet, so im Sinne von, ey, hier müsst ihr hin, ich kenne mich hier aus, ne? Deswegen gebe ich euch mal einen kleinen Wegweiser, ne? Und keine Ahnung. Da hat Yuffie irgendwie so gedacht, so, oh, das ist auch lustig, da mache ich da auch mal, ne? Dann hat sie irgendwie mit angefangen, irgendwie zu zeichnen. Ich glaube, das erste war nämlich irgendwie nur so ein kleiner Pfeil, ne? Mit dem Gesicht von Barrett. Aber ne, das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr in Charakter. So, wenn ich jetzt hier, nein, ich wurde noch gar nicht gesehen.
Kampf ist noch gar nicht am Laufen. Dabei gab Verrückt. Wir haben blöden, wir haben blöden Gravitas, ey, man so viel Schaden damit, wo die einfach alles ignorieren hier. So, Synthese, ich habe eine Menge Sachen gesammelt, habe ich so ein Gefühl. Ja, Festungsarmschutz, teils meiner Verzauberung. Was noch was? Amulett aus alter Zeit, die Willenskraft und ja, eine Ding ist eigentlich gesagt auch nicht so dolle, ne? Festungsarmschutz, ich hätte gerne hier irgendwie so was. Zinkerz, Liebe des Planeten, das habe ich noch nicht. Gonga-Kiefer. Stimmt, wir sind auch in der Nähe von Gongaga, ne? So, das Ding ist irgendwie nicht so gut, aber ich habe es noch nicht hergestellt, also. Warum nicht, ne? Liebe des Planeten kriege ich noch nicht. Alte Baumrinde. Das dauert noch, bis wir irgendwie was hier herstellen können, nehme ich an, ne? So, Leute, könnt ihr mal ein bisschen warten? Ihr seid schon ja voll weit, ne? So, jetzt müssen wir eigentlich schon hier. Oh man. Zum. Ist er gerade weitergeflogen? Ich bin nur eingewollt, der war ja gerade ein bisschen so am Glitschen. So, würde ich sagen, das ist irgendwie ein guter Punkt hier, um einen Schnitt zu machen, ne? Jetzt, wo wir gesehen haben, dass da gerade irgendwie was gekommen ist, ne? Ich rechne mit einem Bosskampf oder mit einem etwas schwierigeren Kampf als vorher, vielleicht? Keine Ahnung. Gut, aber ich mache hier einen Cut für heute und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, ne? Wo wir ja den Rest des Bergs hier klimmen und vielleicht zu dem Rest der Gruppe stoßen, ne? Vielleicht haben die irgendwie, weil nicht. Vielleicht wurden die entdeckt von Shinra und müssen sich jetzt mit denen kloppen, ne? Keine Ahnung. Und ja. Guck mal, was losgeht, ne? Okay, hier steht Cloud. Also nehme ich mal, wir spielen vielleicht gleich aus der Sicht von Barrett oder Yuffie oder wie auch immer, ne? Keine Ahnung. Cool. Oh, die sind coole Shots hier, ne? Die, von jedem Gebiet hier. Sehr cool. Ja gut, ich sehe euch dann in der nächsten Folge, ne? Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.